des Old Shorehand übernimmt der Hollywood-Schauspieler Stuart Granger. Der gebürtige Brite James LaBlanche Stuart wollte eigentlich Nervenarzt werden, wird dann aber Schauspieler. Um Verwechslungen mit seinem Kollegen James Stewart zu vermeiden, nennt er sich Stuart Granger. Der 49-Jährige ist der bestbezahlte Star der Filmreihe. Das jugendliche Publikum kann jedoch wenig mit seiner Interpretation des Old Shorehand anfangen. Kommt, Winnetou. Wir reiten zu Baumann, er kann uns brauchen. Nein, das Herz des Bärenjägers ist verwundet und voll Hass gegen die Indianer. Er glaubt, Sie haben diese Morde begangen. Ach, das kläre ich mit ihm. Wir reiten voraus und ihr kommt später nach. Einverstanden? Hi. Mit der Darstellung des Old Shorehand durch Stuart Granger war ich persönlich nie zufrieden, weil ich die Bände, die Bücher vorher gelesen habe und der Old Shorehand ganz anders beschrieben wird von Karl May. Es fängt schon an, er hat lange braune Haare. Und Stuart Granger, kurze graue Haare, ist eigentlich viel zu alt auch für die Darstellung des Old Shorehand. Und das war nicht so glücklich. Auch am Set gibt es Schwierigkeiten. Stuart Granger ändert die Drehbücher, beobachtet seine Kollegen heimlich bei den Dreharbeiten. Plötzlich habe ich seine Stimme gehört im Garten. Pierre! Dann bin ich rausgegangen. Stuart Granger war da. Er hat mir gesagt, I want to talk with you. Okay, komm, wir haben Spaghetti, wir können zusammen Spaghetti essen. Nein, I want to talk with you alone. Dann habe ich gesagt, bitte. Er hat zu mir gesagt, ich habe dich beobachtet heute Morgen. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, habe dich gesehen. Und ich kann nur sagen, dass du ein schlechter Schauspieler bist. Dann habe ich geantwortet, das ist deine Meinung. Jeder kann seine Meinung haben. Wer weißt du, Stuart, der Unterschied zwischen du und ich ist, dass ich Zeit habe zu lernen. Du nicht. Und seitdem war der Kontakt zwischen uns furchtbar. Hey, den Schuss macht euch keiner nach. Doch, mein berühmter Lehrer. Aber nicht mit dem Ding. Ich habe gar nicht gewusst, dass man damit überhaupt schießen kann. Man kann sogar damit treffen. Für die Arbeit, für die ganze Team hatte keine gute Stimmung gebracht. Also das muss ich ehrlich sagen. Das war eher so, er kommt der Kotzbrocken. Das werde ich mir merken. Er spielt die Rolle des Old Shorehand einfach so blasiert, wie er selber war. Weil er eigentlich gesagt hat, Freunde, ich habe es nicht nötig. Natürlich sagt dann jeder, also, nee, warum kommst du dann hierher und spielst den Film, wenn es nicht nötig hast? Also irgendwie musst du doch geldlich im Verzug sein. Das hat natürlich keiner gewagt, ihm zu sagen. Aber es war eben so, der, ich hab's nicht nötig, Kinder. Und was ihr macht, ist sowieso scheiße. Ja, knallt ihn doch endlich ab! Nein. Stuart Granger hat am Set nur wenige Freunde. Eva Ebner gehört dazu. Der Regieassistentin wird ein Verhältnis mit Jimmy nachgesagt. Der Jimmy war ein erfahrener und durchsetzungsfähiger, gut aussehender, gutmütiger Mensch. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, hat ihn nicht richtig erfasst. Die Anfahrtswege zu den Drehorten sind lang und umständlich. In den Sremanja Canyon gelangt das Team nur mit dem Boot, zum vorgelagerten Plateau nur über Stock und Stein.